Das ist das Erklärungsvideo zur Station B in der 11.12. Woche. Hier geht es um das Thema Blitz und Donner. Hier hast du einen kleinen Text über ein Gewitter. Und dieser Text steht in einer besonderen Zeit, nämlich in der Vergangenheit. Und die Vergangenheit, die wird immer gebildet mit zwei Wörtern, und zwar einem Wort aus haben oder auch sein und aus einer besonderen Form eines Verbes, also gespielt, gedonnert, geblitzt, gelaufen, geschrieben, gesessen und so weiter. Du sollst jetzt sozusagen immer die beiden Wörter in jedem Satz finden, die zusammen das Zeitwort in der Vergangenheit bilden. Wenn du das hast, liest du dir den Merksatz gut durch. Und dann machst du die Nummer 2, nämlich indem du mir ganz wunderschön diese Sätze auf ein Blatt schreibst und auch wunderbar die Zeitwörter unterstreichst, die zweigeteilt sind und mit Rot unterstreichst. Dann schickst du mir ein Foto davon. Dann ist diese Station erledigt. Es gehört aber auch noch zu Station B, die Nummer 3 dazu. Und zwar sollst du immer die zwei Wortgruppen verbinden, also die zwei Zeitwortformen verbinden, die zusammengehören, also hat geblitzt, blitzte. Und das ist jetzt, diese Form ist jetzt die Mitvergangenheit. Ja? Das ist die Märchenzeit, so wie du deine Geschichten schreiben sollst. Da gehören immer zwei zusammen. Ich glaube, das ist ganz einfach. Vielleicht verwendest du dein Lineal, dann wird es noch besonders hübsch. Gut, das ist Station B.